Hallo, herzlich willkommen auf meinem Videoblog Essbare Natur. Ich bin Martina Merz und war gerade schwimmen. Auf dem Rückweg vom See habe ich am Wegesrand wunderschöne große Blüten gefunden, die man füllen kann. Ich zeige euch heute, wie ihr aus diesen Blüten kleine Schätze und Kostbarkeiten machen könnt und sie ganz überraschend füllen könnt. Ihr könnt es vegetarisch machen oder vegan mit Nussmus, es funktioniert auch. Viel Spaß dabei, lasst eure Fantasie freien Lauf. Wenn ihr gefüllte Blüten machen wollt, braucht ihr als allererstes natürlich erstmal Blüten. So ab, ich würde sagen, Mitte Mai geht's los oder Ende Mai geht's los. Da findet ihr großblühende Pflanzen in der Natur. Glockenblumen, Malven kommen erst im Juni dazu oder jetzt Ende Juni, Anfang Juli, ganz toll geeignet. Die Blüten der Nachtkerze, die sich abends um 22 Uhr öffnen. Dann zum Füllen nehme ich etwas Zartes, denn die Blüten sind zart im Geschmack. Was ich super finde, ist einfach Ziegenfrischkäse. Ihr könnt aber natürlich auch anderen Frischkäse nehmen, der gewürzt ist. Es muss euch aber klar sein, dass man dann von den Blüten nicht mehr viel schmeckt. Was ich auch echt spannend finde, ist eine Miso-Paste oder auch Honig dazu. Und dann braucht ihr Pfeffer ganz gern. Könnt ihr aber ausprobieren, je nachdem. Man kann die süßlich füllen, man kann sie aber auch scharf und ein bisschen kräftiger füllen. Und man kann sie dann würzen mit anderen Kräutern. Muss man halt einfach schauen, was passt. Was super passt, ist Minze. Was super passt, sind die Blüten von der Pastinake oder vom Dill. Ich habe hier Lavendelblüten, Borretschblüten, Oreganoblüten, also andere Blüten oder ganz kleine Blättchen hier vom Oregano, vom wilden Dost. Und dann wird das mit dem Messer einfach so innen reingestrichen. Ich habe es euch hier mal gezeigt. Also man kann es entweder so machen, dass man die Blüte wirklich schließen kann. Vorher muss man es halt da noch würzen und die verschiedenen Komponenten einfach mit einem Messer reinstreichen. Oder ihr macht es wie hier. Seht ihr aber schon, das hätte ein bisschen weiter reingemusst. Das heißt, ihr macht es so, dass man die Füllung noch sieht und dekoriert es oben schön. Ist ganz einfach zu machen und sehr effektvoll. Was noch wichtig ist, wenn man Blüten isst, das ist ja ein super, super feines Material. Das heißt, ich wasche die nicht. Ich sammle sie nicht da, wo Hunde sind, auch nicht an vielbefahrenen Straßen und lasse sie so, wie sie sind. Und manchmal sind aber natürlich kleine Tierchen da drin, weil die halt auch an den süßen Nektar und die Pollen wollen. Und ich schüttel die dann einfach so aus, blase sie vielleicht mal aus. Und das ist es aber eigentlich schon. Ja, und dann fülle ich sie. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt Pflanzen aus dem Garten dazu nehmen. Hier ist zum Beispiel die Taglinie, ist eine ganz klassische essbare Blüte aus dem Garten. Wenn ihr davon genug Blüten habt, könnt ihr sie super nehmen zum Dekorieren, für einen Salat oder eben einfach auch füllen. Die haben ja eine richtige Trichterfüllung, wo man ganz toll die Füllung reinmachen kann. Man sieht es so schon. Es ist so ein bisschen wie Zucchini-Blüten, Kürbisblüten. Auch die könnt ihr füllen, einfach roh mit Frischkäse oder solchen Geschichten. Wenn ich eine gemischte Füllung machen möchte, kann ich das natürlich nicht in den Blüten machen, sonst sind die kaputt. Und ich mache dann einfach, ihr seht hier an der Messerspitze, das ist eine Mini-Portion Frischkäse, da habe ich einen Pfeffer drauf gerieben, hier ist ein bisschen Miso, hier ist ein bisschen klein geschnittener Schnittlauch und Honig. Und das vermische ich jetzt einfach hier auf mein Brett. Und dann brauche ich ein klitzekleines Gerät, was eben angepasst ist auf die Größe meiner Blüten. Ich will damit jetzt diese Moschusmalvenblüte füllen und dann geht eigentlich die Messerspitze und ich nehme ein kleines bisschen davon und das mache ich dann innen rein und verschließe die Blüte. Ich habe jetzt hier gerade die Taglilienblüte, die habe ich gefüllt mit einem scharfen Frischkäse mit Peperoncino drin und Knoblauch. Und da habe ich mir jetzt gerade überlegt, dass eigentlich ein bisschen Harissa noch gut dazu passt, feurig. Lasst euch ruhig von den Farben der Blüten inspirieren. Hier zu den Nachtkerzen habe ich jetzt Frischkäse reingetan, Oreganoblüten. Und da glaube ich, würde ein bisschen Zitronenschale geriebene gut reinpassen. Hier bei den Glockenblumen war ich am Nachdenken, wie Veganer die Blüten füllen könnten. Kam auf Nüsse und dachte, ach, Nuss passt gut zu Ziegenfrischkäse. Habe Cashewkerne genommen, habe die kurz in Honig gestupst und dann in den Käse reingedrückt. Denn es ist nicht so ganz einfach, wirklich das mit dem Würzen hinzukriegen. Und hier habt ihr eben, die ich am Anfang angefangen habe, Ziegenfrischkäse, Miso, bisschen Honig, Pfeffer und ich habe in die Mitte einen Schnittlauchstiel reingemacht und Schnittlauch ganz fein gehackt. Und jetzt werde ich das hier mal anrichten. Wichtig ist,
dass ihr das wirklich frisch macht. Die Blüten werden schnell bräunlich und kriegen Knicke. Das heißt, ihr müsst zügig arbeiten, am besten unmittelbar vorm Essen. Oder ihr tut sie in den Kühlschrank. Ich kann euch aber nicht sagen, wie lange sie genau schön bleiben. Was man jetzt hier ganz gut sehen kann, hier ist der Stiel noch dran und hier ist der Stiel ab. Das heißt, ihr habt hinten ein Loch, wo die Füllung wieder rauskommt. Das heißt, es ist gut, wenn ihr die Blüten einfach mitsamt kurzer Stielstücke abpflückt. Ihr könnt es dekorieren mit anderen Blüten, die farblich dazu passen. Oder auch bewusst in den Kontrast gehen. Oder auch noch, wie hier, Pastinake und Minze dazulegen, die zusätzlich noch würzen. Macht da wirklich, was euch inspiriert, was euch gefällt, worauf ihr Lust habt. Viel Spaß beim Nachmachen.